So, hallo und willkommen zurück zu Europa Universalis 4, Cradle of Civilization. Ich bin der Baron und wir spielen als Jemen. Mal gucken, Rebellenaufstände, natürlich die mamelukischen Nationalisten, da wir hier in der letzten Episode im Krieg gegen die Mamelucken einiges an Territorium von denen abgezwackt haben. wobei wir die auch schon gekort haben. Ja, das ist gut. Hier sind sogar einige Gebäude, ein Gutshof, einige Gutshöfe. Dann haben die sehr viel Geld. Hier sind überall Gutshöfe und Plantagen und Manufakturen. Sehr gut. Das heißt, alles, was wir hier erobern, wird gleich doppelt so viel wert sein. Wir haben allerdings einen Kredit. Echt? Aha, von 300 Gold. 300 Dukaten. Dann haben wir noch zu wenig Rivalen. Tja. Acham ist kein gültiger Rivale. Was wir eventuell machen könnten, ist uns hier tatsächlich nach Indien auszubreiten. Die sehen auch so, als ob die gerade so ein bisschen Rebellenprobleme zu haben. Und hier unseren Vasallen quasi einfach alles konvertieren lassen. Wir interessieren uns nicht für Indien, sondern hier den islamischen Bereich für die Achievements. Ich nehme einfach mal Gujarat als, ja, wir sind viel stärker als die, als Rivalen. Auch weil wir hier eventuell den Handel von denen ein bisschen blocken können und mehr für uns haben am Ende. Deshalb verhänge ich ja erstmal ein Embargo. Wir sind hier auf 59 Machtprojektion, das ist sehr gut. Gucke ich mal kurz, wie das aussieht mit unseren unseren Waffenruhen. Okay, hier laufen die Waffenruhen bald aus. Hier haben wir aber keine Ansprüche. Vielleicht sollten wir aber hier auch gerade einfach mal alles fertig machen und uns hier das Handelszentrum holen. Ayuran ist verbündet mit Sanaa, okay. Baue ich hier schon ein Spionagenetzwerk auf? Okay, hier kann ich das Spionagenetzwerk abbrechen. Ah, okay, hier haben wir auch ein Spionagenetzwerk. Das wäre auch billiger. Haben wir echt so viel Kohle? Kriegsreparationen, achso. Dann nehmen wir den und werten den auf, weil wir das Geld haben. Ach, der ist schon relativ alt. Was soll's. Wir wollen hier schön viele Ansprüche durchsetzen. Ihr seid im Krieg, aber immer noch mit den Ottomanen hier im Bündnis. Wir könnten natürlich auch einen Krieg gegen Acham machen, mal eben. Mit denen haben wir keine Waffenruhe, aber haben wir einige Claims. Ja, Syrien würde da mitmachen bei denen. Gut, das können wir mal vernachlässigen. Da gehen wir mal mit zwei unserer drei Trupps dorthin. Dem anderen können wir hier, falls hier null Unruhe ist, genau, die Armee drillen und die Aufstände hier unterdrücken quasi. Wie sieht es denn mit dem Einheitenlimit aus? Können wir nochmal drei weitere Einheiten quasi rekrutieren? Hier, dieses Fort sollten wir vielleicht anmachen. Rekrutiert die Idee auch direkt auch hier. Mal vielleicht einen 32 Pfünder. Eine Infanterie und eine Kavallerie, genau. Da sind wir noch hier schön im
in der guten Formation quasi, sag ich mal. So, dieses Fort bleibt auch an. Da ist die Mission erfüllt. Dadurch können wir hier eine Idee holen und unseren zweiten Kolonisten. Brauchen wir den jetzt schon? Warum nicht? Ich meine, durch das Gold von den Mamelucken können wir hier tatsächlich einiges reißen, würde ich mal behaupten. Allerdings sind wir auch ziemlich weit hinten hier, was die diplomatische Technologie angeht. Ich power hier einfach mal durch. Und dann ist gut. Jetzt können wir auch mehr Geld investieren in die Korruptionsbekämpfung quasi. Aha, jährlich. Wollen wir uns nicht leisten. Okay. So. Armeeunterhalt, Flottenunterhalt. Alles in Ordnung. Wir können 3 weitere Schiffe bauen. Wir werden mal hier Karavellen bauen. 3. Ach, unser Darlehen. Ja gut, das macht jetzt erstmal nichts. Erobert Nuba. Ja, die Mission nehmen wir doch gerne. Das machen wir erstmal weg. So viel ist es ja gar nicht mehr zum Konvertieren. Ach, naja, einiges. So, wo ist denn Nuba? Hier bei den Mamelucken? Nein. F. Nuba. Aha. Gut, das ist sehr gut. Da können wir auch noch einen Krieg hier direkt anzetteln, quasi gegen die. Ich werde hier mal auch ein weiteres Spionagenetzwerk aufbauen. Wie sieht's hier aus? Ansprüche können wir erst ab 40. Ab einem Spionagenetzwerk kommt 40 haben. Den Diplomat können wir zurückholen. Okay, wie sieht's hier aus? Alodien? Haben wir da Ansprüche? Nein. Ihr seid auch im Krieg. Also Ansprüche. Und weiter im Text. Die kann ich auch erstmal, obwohl da sind ja Unruhen. Das kann ich ausmachen. Staatsehe mit dem Osmanischen Reich. Ja, sehr gerne. Die sind hier leider mit ziemlich vielen Leuten im Bunde, die wir eigentlich erobern wollten. Und das passt mir ehrlich gesagt nicht so gut ein. Okay, das sind unsere 8000, quasi unser Belagerungstrupp hier. 3 Inflation oder 1 Stabilität. Durch die Inflation, auch wenn es weh tut. 8. Wow. Das steigt natürlich durch das Gold an. Okay, hier haben wir schon plus 3 Armeeunterhalt. Und da ist auch schon hier die Wolte. Gehen wir einfach mal da hoch. Nationalismus ist ungut. Armeeprofessionalität und Moral der Armee plus 15%. Sehr gut. Okay. Was wir jetzt machen werden, ist, wir schauen uns Acham an. Einheiten. Sind die gerade im Krieg? Nee, aber die waren im Krieg. 42.000. Was für eine Technologiestufe? 15. Wir sind auch 15. Da brauchen wir die 22.000 doch noch. Haben
haben wir denn hier überall Unruhen überhaupt? Kann ich da nicht auswählen? Unruhen? Ja. Hier werden die nächsten Unruhen. Produziert die irgendwas, diese Provinz? Es ist ein Territorium. So wie es aussieht. Oder? Sieht das denn aus? Wie sehe ich denn meine Territorien? Institution ist eine gute Karte. Handel, Entwicklung. Nee. Terrain ist auch gut. Da sieht man, wo die Berge sind und sowas. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Mit den Institutionen. Die Druckpresse ist immer noch nicht bei uns. Aber da wir hier die eingenommen haben quasi, die Provinzen, wo die schon erforscht war, spreadet es jetzt auch zu uns langsam rüber. Sehr langsam, da wir hier wenig Entwicklung haben. Okay. Ja, die greifen uns an, das ist in Ordnung. Sieht das aus. Ganz okay eigentlich. So, 5000 Mann verloren. Das kann man mal machen. Da sind die nächsten Revolten. Das ist ehrlich gesagt ganz gut. Dann sind sie wenigstens weg. Okay, da hat der Kredit sich verlängert. Jetzt haben wir auch kein Gold mehr wegen den Reinforcements. Hier haben wir mit 3 weitere Boote. Zack. Handelsschützen. Golf von Aden. So. Okay, das ist gut hier mit dem Gelände. Bonus. Dann hau ich kurz die Armee hier oben weg von dem, über sein Land, beziehungsweise unsere Ansprüche auf sein Land. Wo sind die hin? Sind unsere Ansprüche ausgelaufen oder was? Was hat man davon? Da habe ich ein bisschen zu lange gewartet. Die sind im Krieg. Genau, gegen unseren Rivalen Tibet. Schande aber auch. Dann geht's wieder ab hier runter. Burg aus. Hier auch hier runter und dann wird hier halt Krieg gemacht. Mit Delhi. Ja, eigentlich ziemlich stark. Hoffentlich ziehen die uns jetzt nicht hier in Kriege an rein. Transoxanien. Natürlich ein Tributstadt von Ming, was gut ist. Das heißt, die werden hier auch nicht so leicht angegriffen. Okay. Upsi, das wollen wir nicht, natürlich. Das hier. Entwicklung. Don't mind if I do. Ach, Bruch der Waffenruhe. Wie lange geht denn die Waffenruhe mit denen noch? Hallo. Handelsgüter, okay. Heiden in hohen Ämtern. Das ist aber der mit dem Spionagenetzwerk, den hätten wir eigentlich ganz gerne behalten.
mögen uns denn alle? Okay, die mögen uns eh nicht. Bisschen Gold oder halt. Ah, das verfällt ja auch wieder. Koptisch. Fetischist. Mein lieber Scholli. Bis. In 6 Jahren, okay. Hier kann ich noch weitere Ansprüche stellen. Hierauf. Und dann können wir auch mal langsam hier loslegen. Können wir hier weitere Ansprüche stellen? Nein, noch nicht. Hier? Nein. Hier? Ja. Das wollen wir auch direkt machen. Fünf, drei, acht. Okay. Dann legen wir hier mal langsam los. Achso, die sind ja verbündet miteinander. Das heißt, da können wir in einem Krieg hier diese ganzen Provinzen einnehmen. Nepal hätte gerne Militärzugang. Nepal ist im Krieg mit Böhmen, Pommern und Dithmarschen. Ach, Neapel. Ja, gut, wieso die hier militärischen Zugang wollen, weiß ich auch nicht. Merkantilismus, bitte. So, Verstärkung für das Regiment. Äthiopische Nationalisten, bayerische Nationalisten. Wo sind die? Hier. Oh oh. Kommt immer hier besser runter. Und ihr geht hier hin. Okay, das kann man alles machen. Das ist kein Problem. Dann sollen wir aber langsam auch den Krieg anfangen. Fast. Die sind jetzt auch im Krieg. Das trifft sich ja hervorragend. Wie viel brauche ich hier, um diesen Anspruch durchzusetzen? 30. Das warten wir gerade noch ab. So, da habe ich jetzt Ansprüche auf das komplette Land. Das heißt, euch können wir annexieren. Ihr werdet garantiert von den Mamelucken. Das ist ja hervorragend. Dann können wir direkt in den nächsten Krieg mit den Mamelucken. Ja, das machen wir auch. Wir wollen uns hier ausbreiten. Nicht, aber ich habe doch hier die Provinz. Wieso kann ich das hier nicht machen? Das ist wohl ein Bug. Wie es aussieht. So. Den Kredit zahlen wir mal zurück vor dem nächsten Krieg. Kann ich gar nicht. 144. Nach diesem Krieg werde ich auf jeden Fall mehr haben. Okay. Dann lassen wir es mal kurz durchlaufen. Bis wir diese 30 Spionagenetzwerke haben hier. Verwaltung in Bonga. Gott, ist gut. Allerdings, Dankeschön. Alle Darlehen zurückzahlen. Da haben wir das Problem auch gelöst. Wie sieht es denn hier aus? Truppenlimit kann wieder erhöht werden. Aber bitte. Okay. Okay, cool. Upsi. Gleich haben wir das hier. Und dann können wir in diesen Krieg. Dann gehen wir in diesen Krieg. Und dann holen wir uns hier das nächste Territorium von den Mamelucken. Das sollte eigentlich alles gut klappen. Da ist auch eine Revolte. Da ist eine Pause. Gehen da hin, hauen die auf den Deckel. Okay, unsere Staatsehe ist rum. Können wir direkt wiederholen.
Okay. 3000 Mann verloren, das juckt uns überhaupt nicht. Okay. Und los. Hier Anspruch stellen, Krieg erklären und gut ist. Ah, die würden gar nicht mitmachen. Ich will aber beide haben hier. Die sind da auf der Insel. Ich. Ach so. Nee. Sanaa? Was ist denn Sanaa? Sehen wir die überhaupt? Ach so, ja. Na klar. Dann erklären wir halt denen den Krieg. Sanaa berufen wir mit in den Krieg als vollen Kollaborator. Und los geht's. Okay. Sollen wir das kämpfen? Nein, wollen wir nicht. Da unsere Armee-Composition hier relativ schlecht ist mit den Kanonen. Zack. So, da haben wir den ersten Krieg gewonnen. Das ging schnell. Genau. Gibt es hier eventuell die Truppen? Ein paar. Aber die sind wahrscheinlich da auf der Insel. Also interessieren die uns relativ wenig. Wir brauchen unbedingt ein Fort hier. Aha, da ist die Hauptstadt. Das qualifiziert sich als Fort. Und die Hauptstadt reißen wir mal hier mit ein. So. Okay. Gut. Ab da kommen auch schon Einheiten. Das machen wir. Technologie. Ja. Machen wir sicher. Plus 40. Plus 14. Nee, wir warten, bis die Institution da ist. Und dann machen wir es. Also machen wir es noch nicht. So lange kann es nicht dauern. Äthiopische Nationalisten sollten bald kommen. So, diesen Krieg. Achso, nee. Kann ich nicht beenden. Habe ich hier die Belagerung abgebrochen. Das wollte ich ja gar nicht. Okay, dass die da durchkommen wollen wir natürlich auch nicht. Jagst mal den hinterher. Ihr zwei geht mal hier hin. Und weiter geht's. Das wollen wir natürlich nicht. So, ihr hier runter. 3 Armee-Professionalität. Einfach so hervorragend. Frieden verhandeln. Forderung vorschlagen. Wir nehmen alles. Wieso geht das nicht? Ah ja, aktuelles Friedensangebot. Nee, danke. Wo wollen die hin? So.
Sollte ich sie eigentlich kriegen, ja, genau. Okay, das ging auch schnell. Wie sieht's hier aus? Genau, da könnte mein Vasall das belagern. Wie sieht es eigentlich mit der Kolonie aus, die dort ist? Ist die schon fertig? Ja, ist sie. Ab in die Boote, auf zu einer neuen Kolonie. Beziehungsweise brauchen wir vielleicht noch zusätzliche Einheiten. Oder einen Anführer oder sowas. Wir haben ein Schiff verloren, echt? Wieso haben wir ein Schiff verloren? Gehen wir hier reparieren, bitte. So, da haben wir hier Weltreich. Unsere Idee abgeschlossen. Kann ich hier... Aha, Tribunal von Ming. Könnte ich hier eventuell Ansprüche fingieren? Will ich das dann? Ja. Ja, definitiv. Aber konzentriere mich erstmal auf die Kriege dort oben. So, wenn ich jetzt die Einheit habe. Leute. Okay. Dieser Krieg wird mir hier jetzt die... Oh, das wollen wir natürlich nicht. Mir jetzt natürlich das Geld hier liefern, um diese ganzen Schiffe zu bauen, die ich mir jetzt leisten kann. So. Das sieht in Ordnung aus. Annehmen. Zack, neues Land. Zack. Kolonialisiert. Osttimor. F-Ost-Team. Os? Ost? Osttimor. Okay. Ja, das machen wir direkt. Ohne großes Hin und Her. Konvertierung erfolgreich, hervorragend. Auf geht's hier rüber nach Osttimor. In der zweiten Kolonie gehen wir dann direkt neben Osttimor. Wir haben keinen Kolonisten, den wir entsenden könnten. Ist das so? Wir haben zwei Kolonisten. Ach so, der eine ist hier. Wollen wir dann tatsächlich hier hin oder uns diese 11? Ja, wir holen uns lieber die 11 hier. Zack. Senden. Was ist das? Piraten, so wie es aussieht. Zack. Da haben wir zwei weitere Kolonien. Jetzt sollten wir hier erstmal die Kernprovinzen erstellen. Dann nicht mit dem mit der Inquisition beginnen. So, jetzt machen wir mal hier den Krieg. Den Frieden verhandeln wir. Wir wollen die drei Provinzen, natürlich auch das Kriegsziel und eventuell halt noch das da, ne? So. Gold wollen wir auch. Nation entlassen. Nee. Wir brauchen die Diplomacht. Wieso kostet mich das Diplomacht? Ja, aber es ist halt das Handelszentrum. Und es gibt einige Kohle. Also machen wir es trotzdem. Queen of Conquest. Haben wir hier das Achievement bekommen.
weiß nicht wirklich, was das macht. Guck mal eben. Conquer land while in a queen regency. Aha, okay. Das haben wir geschafft, würde ich behaupten. Wo sind unsere Armeen? Muss man eben ein bisschen sortieren hier. Dann haben wir 3000 Einheiten hier. Hier wollte ich ein Schiff bauen, oder? Habe ich das gemacht? Ja, ist fast fertig. So, jetzt gucken wir mal. 23.000 Mann hier. Schlechte Komposition, weil die ganzen... Also Artillerie dort ist. Dann packen wir mal hier alles hier rein. Packen wir einfach mal alles zusammen hier. Quartierung erfolgreich, sehr gut. So. Tja, auf jeden Fall helfen wir da. Ist ja überhaupt keine Frage. Gebäude bauen wir gerade mal noch nicht. Wenn ich jetzt hier einen Krieg erklären würde und die Mamelucken würden mitmachen. Das Osmanische Reich aber nicht. Wie viele Einheiten haben die Mamelucken? 75.000. Wie viele Einheiten haben die Osmanen? Mehr. Alles klar. 75.000 Einheiten. Würde ich das packen? Bestimmt. Die Ottomanen. Ach so. Sag das doch. Sag das doch. Dann warten wir gerade, bis die Ottomanen das hier regeln für uns. Alter, das macht ihr jetzt aber hier nicht, bitte. Wir brauchen definitiv dieses Land. Was haben die da für eine Mission? Erobert Bosnien? Dazu sage ich jetzt erstmal nichts. Fragwürdige Praktiken, die da produziert werden. Wie sieht es mit der Institution aus? Relativ okay. Mal zusammenführen. Und dann einmal teilen. Das sind mal 25.000. Ja, die zwei Stacks können so bleiben. Also 28.000 ist halt ein bisschen viel. So. Und dann werden wir hier mal schön die Mamelucken durchsagen, angreifen. Waffenstillstand immer noch, genau. Und zwar noch 3 Jahre lang. Wo brauchen wir unsere Pforten? Hier, hier. Hier auch. Hier. Und hier. So, da kommen die dann hier nicht durch. Das ist alles in Ordnung. Die Rebellionen hier dauern ja hoffentlich noch ein bisschen. Nee, doch nicht. Einstabilität. Sehr gut. 50 Prestige. Brauchen wir nicht. Brauchen wir überhaupt nicht. Wir haben gerade, ich glaube, da bumpen wir auch einfach gerade mal die Stabilität auf. Auch wenn es gerade ein bisschen kostet wegen der Überdehnung. Wie lange dauert das noch? Relativ lang. Haben wir direkt 2 Stabilität. Aber trotzdem noch eine Revolte. Super. So, kommt ihr mal hier runter. Ihr hier und ihr hier. Das sind die sanaischen Rebellen. Auch keiner. Was kostet mich hier so viel? Sind die Kriegsreparationen weg? Ah ja, genau, die sind weg. Beziehungsweise haben wir keine. Ja, quasi. So, jetzt könnte ich da nachdenken drüber. Eventuell mal langsam hier diesen Herrn auszutauschen.
Noch nicht. So. Dann gehst du mal bitte hier hoch. Komisch. Uiuiui. Wo sind die ganzen Einheiten von denen? Einheiten reichen. Okay, da sind die 19.000, 20.000. Alles klar. Also haben sie doch noch ein paar Einheiten. Hoffen wir mal, dass sie das hier entlagern, dass ich hier direkt hochrushen kann und diese Gebiete, die die Ottomanen halt besetzen wollen, zumindest die zwei hier, weil das 31 Entwicklungen sind, nicht? Dass ich die direkt besetzen kann. So, dann erklären wir mal den Krieg hier unten. Krieg erklären. Darfur. Haben die überhaupt Einheiten oder was? Egal, wir müssen uns beeilen. Überlegenheit demonstrieren als CB. Und los geht's. Dann gehen wir hier hoch. Und dann direkt weiter. Versuchen hier vor den Ottomanen diese Gebiete zu besetzen. So, ihr seid auch da angekommen. Sehr gut. Das haben wir besetzt. Können wir da hoch? Nein. Können wir hier hin? Wieder hin? Ne, wir lassen sie erstmal hier so bleiben. Quasi. Okay, globaler Handel. Die Institution ist eigentlich immer relativ schnell da, wo sie sein soll. Alter, das ist ja wohl die Frechheit. Denen helfen wir natürlich nicht. Jetzt hier die Festung für die Ottomanen einzunehmen. Ah, okay. Das Zeitalter der Reformation endet. Wenn die sich jetzt mal quasi entscheiden würden, auswählen, hier hoch kann ich nicht. Wenn ich jetzt hier runtergehen würde, würden die dann eventuell... Ah ne, da sind 31.000 Männer der... Das tut weh, das tut weh. Kommen wir hier irgendwie da hoch? Ja, kommen wir. Wir müssen halt auch hier bleiben quasi, um... Oh, neuen Anführer, ja, sehr gut. Manöver. Sobald der hier über diese Provinz quasi die Kontrolle erhält, müssen wir sofort quasi da hoch an die Provinzen gehen, quasi. quasi. Okay. Hahaha. Wir haben Kernprovinzen erhalten, das ist schon mal gut. Wir haben noch mehr Kernprovinzen erhalten. Wir haben ein Friedensangebot von Darfur. Puh, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt annehmen sollte. Okay. Die Ottomanen gehen hier weg. Das ist ja schon mal in Ordnung. Wo sind die Einheiten von dem? Aha. Hier unten. Da müssen wir auch hin. 1000 Mann. Die packen wir auch so. Jetzt haben die 15. Trotzdem packen wir die auch so.
Wir müssen hier ein genaues Auge drauf halten. Dann die sofort diese Provinzen hier besetzen. Komm, du willst doch eigentlich hier auch den Obersehen. Da gibt es keine Revolten. Wieso können die da einfach hinlaufen und wir nicht? Das ist ein bisschen, sag ich mal. Wir wollen jetzt natürlich aber auch nicht hier. Haben wir keinen Militärzugang oder was? Ach so. Also wenn das jetzt daran gelegen hätte, dann beiße ich mir in den Arsch. Nein. Ach, herrje. Jetzt haben die natürlich alles bekommen, was sie wollten. Schrecklich. Wie sieht's hier aus? Treffen wir uns mal. Hier ungefähr. Furchtbar. Aber wenn die das hier nehmen, das kann ich noch leicht zurückerobern. Das ist hier der Untergang des Mamelukenreichs. Hoffentlich nehmen die das hier nicht. Ja. Nehmen die uns hier die ganzen Juicy. Oh. Auch nicht. Da haben wir die ganzen Kernprovinzen. Das ist schon mal gut. Das machen wir noch nicht. So, hier hoch. Ja, hier hin. Vielleicht können wir 48 entwickeln. 35 entwickeln. Okay, also die ganzen guten Kernprovinzen nehmen sie natürlich nicht. Beziehungsweise die ganzen guten Provinzen generell. Da haben wir so einen niedrigen Überlegenheit demonstrieren. Warscore. Okay, da haben wir das zumindest schon mal erledigt, diese Aufgabe. Haben durch schnellere Kolonie keine einzige Mission, die wir wählen können. Das hatte ich auch noch nicht. So, wie sieht's hier aus? Ganz okay eigentlich. Mal bitte hier sammeln und dann das hier belagern. Wenn es gut läuft, kommen wir hier ohne einen einzigen Kampf mit den Mamelucken aus der Sache raus. So, ich habe keinen Bock hier hinterher zu rennen, deswegen nehme ich einfach mal meinen guten General mit Manöver. Genau, der kriegt die nämlich. Okay. Provinz, Handelseinfluss, Steuereinnahmen oder Rekrutenreserven. F. Nairan. Upsi. Nairan. Definitiv Steuereinnahmen. Okay, dann haben wir das auch erledigt hier. Weiter geht's im Text. Ich glaube, ich mache hier mal eine kurze Pause und dann sehen wir uns einfach nächste Folge wieder. Die Ottomanen haben Frieden und die haben hier nichts genommen. Ich würde mal behaupten, das ist sehr gut. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, dass wir hier die Mamelucken eventuell schlagen. Nein, aber nicht so. So. Okay. Unsere Vasallen belagern das. Das ist gut.
Wir haben zwar mehr Männer, aber ich weiß nicht wo. Soll ich vielleicht auch entlagern? Lagen die sie? Die Burg fällt sofort. Darfur möchte immer noch in den Frieden. Ja, mache ich das doch mal. Habt ihr hier irgendwie Kernprovinzen oder sowas? Seid ihr koptisch? Wir haben gerade einen Beziehungsslot frei, aber ob ich da Darfur für haben will, eher fragwürdig, sag ich mal. Könnte Sanaa entlassen, die sind ja wenigstens sunnitisch. X-Reparation. Ich nehme einfach mal Gold. 100 Gold sogar. Und die Provinzen lohnen sich jetzt nicht. Wir brauchen die ganzen Administrationspunkte gleich zum, um hier alles einzunehmen. Es lohnt sich einfach nicht, hier irgendwas zu machen jetzt. Das vielleicht. Koptisch? Wieso sind die koptisch? Ich dachte, die wären sunnitisch. Wie dem auch sei. Gehen wir mal hier hoch. Was ist hier los? Komm ich da hin? Wieso kann ich die nicht mehr bewegen? Das ist ein bisschen komisch. Und hier hoch, bitte. Dass die hier alles entlagern, ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Naja, ich mache hier mal einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns nächste Folge wieder im Krieg.